Ja, liebe Leute, ich begrüße euch. Herzlich willkommen zurück im Byzantinischen Reich. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4. Ja, nach dem großen Verrat zurück im Frieden. Und, das ist eine besondere Folge, jetzt überlegt, wie lange ich das schaffen würde, das hier normal zu kommentieren. Das nicht live, was ihr hier seht, tatsächlich habe ich meine Tonaufnahme versaut und gerade festgestellt, als ich rendern wollte, dass ich gar keinen Audio-File dazu habe, also gar keine Audiospur. Das ist alles schief gegangen in der Session. Das heißt, dass diese Folge und die nächste Folge eine extra Tonspur bekommen. Ganz andere Art. Quasi, als die anderen vielleicht. Ja, nicht live, sondern mal extra so im Nachhinein geguckt, was da so passiert. Ich mir mein eigenes Spiel mal ein bisschen genauer angucken. Problem ist jetzt schon ein bisschen mit Abstand. Das hier ist Folge 31. Ich bin in der Aufnahme jetzt schon bei Folge 37. Ein paar Tage her, dass ich das gespielt habe. Nichtsdestotrotz will ich natürlich mit euch zusammen beobachten, was ich da gemacht habe. Und darüber sprechen, was passiert, was euch erwartet. Ja, gucken wir mal, was der Typ da macht. Dieses schöne byzantinische Reich. Schöne Armeen. Nein, natürlich Quatsch. Paar Sachen. Was ist wichtig alles in dieser Folge? Wichtig ist, wohin gehen wir als nächstes? Gehen wir auf die Mamelucken? Oder suchen wir nochmal die Schlacht mit den Polen? Es ist Handlungsbedarf an der Flotte, ja, 20 Schiffe. Das ist keiner Weltmacht entsprechend. Ich glaube, das Limit müsste so bei 90 oder 100 Schiffen liegen. Also da muss deutlich nachgerüstet werden. Genauso an der Armee, 60.000 Mann stehen. Das ist soweit okay, aber nun die Mannstärke müsste auch noch ein bisschen höher gehen. Das große Problem nach wie vor in dem Spiel stand, die Missionare, da hätte ich viel früher drauf gehen müssen. Gerade wenn man so weit in den Osten vorstößt, muss man eigentlich frühzeitig die religiösen Ideen picken, weil es zu lange dauert, als Byzantiner auf die letzte Ideengruppe zu kommen, wo man dann nochmal 3% Bonus bekommt. Ich kann es leider nicht vorhersehen, was ich denn da so tue in den Spielstand. Zweites großes Problem, die Forschung. Ja, die administrative und die diplomatische Ideen, nicht die Ideen, sondern die Technologien liegen einfach viel zu weit hinten dran. Ist auch ein weiteres Problem, so weit in den Osten zu gehen, ne? Die Institutionen verbreiten sich halt eher vom Westen her, dauert alles noch viel, viel länger. Drittes Problem ist die wirtschaftliche Lage des Reiches. Da besteht überall Handlungsbedarf. Der Fokus liegt erstmal darauf, dass wir Kasernen bauen. Und gleichzeitig sollte man aber nicht vergessen, genug Tempel, genug für die Produktion zu schaffen. Ansonsten, ja. Ein Spiel der Kuriositäten und Besonderheiten mit Granada, noch existent im Jahre 1670, sieht man auch nicht immer. Und ja, ich muss mich, glaube ich, erstmal in diese Rolle hier reinfinden, das nicht live zu kommentieren, während ich spiele, sondern jetzt selber mich in der Zuschauerrolle wiederzufinden und gewissermaßen mit euch gemeinsam mir das hier anzusehen. Ich sehe, dass es zwischendurch immer mal gefühlt hängt, was, glaube ich, aber auch vor allen Dingen den Saves dann teilweise geschuldet ist. Es sei denn, es liegt jetzt am Videoprogramm, aber das glaube ich nicht. Hier übrigens Abchasien, wo ich gerade die Kaserne gebaut habe. Sensationelle Provinz. Ich weiß gar nicht, wie viel Grund. Ich glaube, 5, 6 Grundmannstärke müssten die haben. Ansonsten versuche ich ja immer auf die Provinzen mich zu fokussieren, die eben mindestens 3 Grundmannstärke mitbringen. Und die baue ich dann jetzt auch mit dem nächsten Schritt auch erst aus.
Ansonsten, ja. Passt schon, ne? Da hätte ich auch das Geld genommen. Grundsätzlich würde ich sagen, ist die Reihenfolge Macht immer. Und dann kommt es ein bisschen drauf an. Wir haben jetzt schon 50 Prestige, wir haben volle Legitimität, da kann man auch mal das Geld mitnehmen, gerade wenn man investieren muss. Ganz klar. Rekrutenreserve füllt sich langsam, gehen auf die 30.000 zu. Spannendes Ziel. Spannende Frage ist, ob wir auf Ägypten gehen oder gehen wir nochmal auf Polen. Ägypten scheint so ein bisschen nach unseren Erfahrungen da oben mit Polen das weichere Ziel. Ja, der letzte polnisch-byzantinische Krieg lief ja nicht so hervorragend für uns. Immerhin, wir haben die Walachei eingenommen, wir haben die Donaumündung eingenommen. Ägypten, und ich denke, darum geht es gerade auch, darüber sprach ich eben eigentlich in der eigentlichen Aufnahme, ist verbündet mit Adal und auch Sanaa, wenn ich mich nicht irre. Und ja, da stirbt Basileus. Und der Thronfolger. Nein, Moment, wer ist gestorben? Basileus, aber ich weiß nicht, ob Basileus der Thronfolger war. Aber es gibt jetzt einen neuen Thronfolger. Insofern, ja, der Thronfolger ist gestorben und Romanos. 4-2-3, 4-2-3 ist okay. Falls es Leute gibt, die jetzt nicht so bewandert sind, es geht bis 6. Das heißt, theoretisch sind 6-6-6 die Maximalwerte, die es gibt. Das habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo erlebt. Ich habe schon durchaus welche gehabt, die irgendwie so 5-6-5 waren am Ende. Das ist schon gewaltig, wenn man das schafft. Was heißt schafft, wenn man so einen Herrscher bekommt? Ich glaube zum Beispiel die Osmanen starten mit einem sensationell starken Anführer. Ja, hier wieder das Dilemma der Technologie. Wir sehen Tech-Malus jetzt schon bei 20% und wir hängen in der diplomatischen und in der administrativen hinterher. In der militärischen geht's tatsächlich. Ich glaube, da haben wir immer ganz gute Anführer, was das anging. Wir müssen natürlich wahnsinnig viel administrative Macht ausgeben, um Kerne zu erstellen. Da hilft es tatsächlich so ein bisschen, so ein Vasall zu haben wie Kanda, den wir langsam schlucken. Wir haben im Übrigen relativ schlechte, naja doch, Berater gehen. Der Militärberater ist nicht so Premium. Ansonsten, wir sind schon relativ tief in die Ideen, auch in die militärischen Ideen ja sogar gegangen. Dass ich jetzt hier übrigens nachkommentiere, erlebt ihr jetzt in dieser Folge und auch in der nächsten Folge vielleicht. Und das überlege ich gerade, vielleicht mache ich die nächste Folge. Vielleicht mache ich die mal mit Jenny zusammen. Der zweiten Hälfte hier von 2&2&D. Und dann können wir uns das mal zusammen so ein bisschen angucken. Sie ist da leider nicht so... Sie findet das spannend, das Spiel. Sie ist da nur nicht so bewandert. Also ist jetzt nicht so, dass sie jetzt hier einfach mitspielen könnte. Oder dass man mal eben sagt, hey, lass uns das mal zu zweit spielen und dann irgendwie zwei Perspektiven aufnehmen. Schwierig. Ja, wichtig, ein Land, ein Reich braucht eine Flotte. Und da hilft es natürlich, sich Vorlagen zu bauen. Wenn wir langsam die Heiden aus dem Reich vertreiben können. Jetzt endlich mit diesem 3% Bonus geht es dann doch auch deutlich flotter voran. Und auch Kanda wird langsam... Es rückt näher. Ich merke übrigens dieses, was immer aussieht wie Lex für mich, sind wirklich die Autosaves, aber ich sehe gar nicht, dass er das zeigt. Die Autosaves. Die werden dann gar nicht auf dem Bildschirm. Das ist ganz komisch. Man sieht sie doch im Spiel, aber ich sehe sie nicht in der Aufnahme. Und ich bin gerade sehr blind. Ist auch schon spät. Ich wollte eigentlich gerade nur gemütlich nebenbei noch ein bisschen den Ton bearbeiten und dann war gar kein Ton da. Ich kann euch auch erklären, warum, weil ich eine Webcam angeschlossen hatte. Per USB-Kabel. Und die Webcam dann plötzlich den Ton
aufgezeichnet hatte und nicht über das Mikrofon, was vor mir stand. Ich habe keine Ahnung, wie ich das verpeilen konnte, dass ich das nicht gesehen habe. Ich habe 2 Folgen aufgenommen, ich habe den Ton abgespeichert und vorhin war ich komplett überrascht, warum da kein Ton ist, beziehungsweise eine Tonspur, die so verrauscht und da hörst du gar nichts, nur auf dem Maximum hörst du ungefähr, was ich sage. Das ist so eine Rauschmauer. Naja, es ist ja auch Chance, meine andere Perspektive einnehmen zu können, so ein Meta-Let's Play. Hier zum Beispiel, das ist definitiv der Autosave, aber man sieht es nicht auf dem Bildschirm, lustig. Vorlagen natürlich auch für die kaiserliche Armee. Da bin ich jetzt umgestiegen auf 12-2-6. Versuche langsam eben die Kanonenzahl zu erhöhen. Das ist allerdings eine Sache, wo ich selber bis heute, ich glaube, da sprach ich auch schon mal drüber, bis heute nicht wirklich sicher bin, was denn der Standard sein sollte letztlich. Kanonen wären stärker, am Anfang noch nicht so wichtig. Kavallerie ist, glaube ich, kann man nicht vernachlässigen, aber schon deutlich weniger als Artillerie benutzen, würde ich sagen. Natürlich Zagreb hier. In die Grundmannstärke zu investieren ist Quatsch. Ja, bei 1, dann geht man eher auf die Produktion, denn Stoffe 4 Gold, die ja auch immer stärker werden. Ich glaube, sie beginnen so im Mittelfeld von den Handelsgütern und werden dann zu dem mitstärksten, was du in Europa finden kannst, neben Gold natürlich. Gold haben wir nur die eine Provinz im Kosovo. Aber das ist auch ganz schön rar. Ich glaube, es gibt sonst noch eine Goldprovinz in Österreich und eine Goldprovinz in Kastilien. Das sind die ich jetzt im Kopf habe. Ansonsten natürlich die neue Welt. Da werden dann schon die Silber- und Goldflotten gefüllt, wenn man auf Kolonien aus ist. So, neue Armee, neue Streitmacht. Wir gehen auf 80.000, wenn ich mich nicht irre. Und rüsten uns langsam hoch für die Schlachten, die da kommen sollen und müssen. So wir denn wirklich eine Weltmacht sein wollen. Unser Platz an der Sonne. Ja, da hilft natürlich ein exzellenter Minister. Auch jetzt würde ich sagen, ja, militärischer Fokus ist besonders wichtig gerade. Ansonsten mal als so Zwischenfazit, jetzt schon so im Jahr 1672, sehr weit fortgeschritten. Also meine meisten Spiele gehen jetzt nicht so weit, nicht weil ich irgendwie keinen Bock mehr habe, sondern weil ich dann oft schon so die Ziele, die ich mir setze, irgendwie erreicht habe. Wobei ich auch durchaus auch hier und da mal irgendwie verliere, gerade so, wenn ich die ganz krassen Underdogs nehme. Da kann so ein Spielstand dann nach 10, 15 Jahren noch einfach vorbei sein. Mit Byzanz ist man schon in einer Außenseiterposition, aber natürlich nicht so chancenlos, wie es mit anderen. Das geht schlimmer. So in meiner persönlichen Top 5 der schwierigsten Nationen ist Byzanz jetzt nicht dabei, aber natürlich schon. Es ist kein Frankreich. Nation, die ich so selten spiele. Oder fast nie. Tatsächlich glaube ich, habe in meinen hunderten Stunden Europa Universalis nicht einmal Frankreich gespielt, weil mir das zu langweilig ist, diese starken Nationen zu nehmen. Meine Devise ist da eher möglichst klein anfangen und dann kannst du es umso mehr genießen, groß und mächtig zu werden. Zu den Ideen. Wir haben je 2 genommen, den administrativen und den militärischen. Wir brauchen eigentlich eine diplomatische Idee. Wenn ich auf koloniale Expansion spiele, ist es klar, da pickst du dir Deckerideen, da pickst du eigentlich auch Handelsideen. Du musst Handelsideen nehmen. Ja, wer auf Kolonien spielt, spielt eigentlich auch auf Handel. Beides nichts für uns. Davon abgesehen, ja, weiß ich nicht, Spionageideen. Spionage ist sowas, wo ich nie so richtig warm geworden bin, was ich selten benutze in dem Spiel. Abseits von Anspruch fingieren und solchen Geschichten. Die ganzen anderen Dinge habe ich eigentlich nie gewählt. Bleiben Seefahrtsideen? Würde unsere Flotte stärken, aber wann brauchen wir die Flotte wirklich? Wird später interessant, wenn es gegen Aragorn geht.
Und auch die Mamelucken, die natürlich auch. Die Mamelucken haben schon eine. Mamelucken, Ägypten. Ägypten hat schon eine starke Flotte hier. Würde durchaus Sinn machen. Aber darüber hinaus weiß ich nicht. Wir sind nicht abhängig von der Flotte so sehr, als dass wir da jetzt die Ideengruppe nehmen müssten. Die diplomatischen Ideen ja am Ende mit dem Bonus auf die Tech-Kosten. Und bleiben eben die Einflussideen. Da geht es eher um Vasallen. Also in unserer jetzigen Situation mit einem Vasallen auf jeden Fall günstig. Sinnvoll, wenngleich wir den Vasallen ja gerade erst annektieren und das sich dann erledigt haben sollte. Recht bald. Dann doch mal. Ich glaube, es sind noch so 2-3 Jahre. Ganz wichtig. Und abseits davon, ja, wo könnte man den nächsten Vasallen? Vielleicht unten in Ägypten. Syrien. Als starker Vasall. Es macht halt schon durchaus Sinn, gerade weil wir immer so knapp sind mit der administrativen Macht. Weil es sunnitische Länder sind, die wir mühselig bekehren müssen, missionieren müssen. Wenn du dann einen muslimisch gläubigen Vasallen hast, hilft dir das natürlich dramatisch, das in dein Reich zu integrieren. Ja, Flotten. Krieg gegen Ägypten bedeutet auf jeden Fall, braucht auf jeden Fall eine starke Flotte. Absolut. Ich würde mindestens auf 60, 80 Schiffe gehen. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie viel. Ich finde es ein bisschen komisch. Er setzt sie, ihr habt das ja kurz gesehen, wenn ich es über eine Vorlage starte, dann baut er sie doppelt, auch obwohl noch andere Häfen sind. Das heißt, er ist irgendwie eine Kombination aus. Er setzt irgendeinen Radius scheinbar, in dem er dann die Flotte bauen lässt. Und nun ja, sammeln wir die Armee an der Grenze zu Ägypten, was ich so selten sehe. Oder ich weiß nicht, wahrscheinlich nie vorher gesehen habe. Russland? Russland wäre dabei. Ein Krieg gegen die Heiden. Ohne Russland würde ich es wahrscheinlich auch nicht wagen. Und es sind wertvolle Provinzen, gerade hier oben. Chalab und Antakya, was Aleppo sein müsste. Dann hinunter bis Damaskus, so diese Ecke. Dann auch noch Jerusalem. Das sind sehr, sehr wertvolle Provinzen. Die wertvollsten von Ägypten, dann abseits des Nils. Wenn wir uns die Flotte angucken, sehen wir, dass wir ja de facto nicht mehr auftauchen. Wir sehen, dass Aragorn sehr stark ist, aber auch wahnsinnig viele Großschiffe hat, die natürlich auch woanders agieren. Und bei Aragorn muss man sich Kastilien noch dazu denken. Ja, jetzt merke ich, dass ich gar nicht mehr auftauche, weil meine Flotte versenkt worden ist. Aber die Mamelucken suche ich, aber finde sie als Ägypten dann. Verwirrung. Da sind sie, die Mamelucken. Ägypten. Gott, immer noch nicht. Selbst im Nachkommentier kriegst du nicht auf die Reihe. Hält sich in Grenzen, die Flottengröße. Dieses Mal. Beim letzten Mal hat uns das ja durchaus, ja, Mühe bereitet, sag ich mal. Militärtech. Ganz wichtig, da immer vorne mit dabei zu sein, wenn man irgendwie mitreden will. Wenn du einmal ins Hintertreffen gerätst, gerade was Militärtaktik angeht, das macht so viel aus. Und wir sind jetzt militärisch auch nicht so stark, gerade gar nicht mal, weil wir die schlechten Ideengruppen hatten. Nein, das Problem sind vielmehr, dass wir als Byzanz keine besonders guten Ideen bekommen können. Sei es jetzt zum Beispiel. Vergleichen wir es mit Frankreich und dem Moralbonus. 15% später, oder waren es 10 oder 15, bin mir nicht sicher. So, direkt eine Kaserne nachsetzen, klar. Mehr Männer, mehr Söhne für das Kaiserhaus, für das Imperium. Da wird es, glaube ich, übrigens auch eine neue Mechanik geben im nächsten Patch, beziehungsweise im nächsten DLC. So ein Tributsystem. Was ich bisher nur aus Perspektive der Ming gesehen habe in Videos, dass du als Großmacht, und ich glaube, du musst Imperium sein, oder ich meine, Englisch war es, ja, ich glaube, es war der Empire-Rang, also Imperium. Und dann kannst du Tribute verlangen, verschiedenster Form, die jährlich an dich entrichtet werden müssen.
Inwiefern das mit den diplomatischen Beziehungen zu tun hat, kann ich nicht genau sagen. Also inwiefern das beeinflusst. Ob das so ein ähnliches System ist, vielleicht wie mit den Handelsligen, die ich auch noch nicht so viel gespielt habe, obwohl ich mit Mare Nostrum spiele. Handelsligen spielen jetzt hier auch in dem Safe-Game auch keine Rolle mehr. Es gibt tatsächlich aber auch einfach keine Kaufmannsrepubliken mehr. Zumindest hier in der Ecke. Venedig ist tot, Genua ist tot. Auch die kleineren Staaten wie Ragusa, Rhodos sind weg. Oben gibt es noch Lübeck. Das dürfte eine Handelsliga sein. Ja, Dänemark, da warte ich auch noch drauf, dass da möglicherweise Skandinavien entsteht. Allerdings bei Chancen von ungefähr 5%, dass sie das erben. Weiß ich nicht, ob wir das erleben werden. Skandinavien habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal gesehen, geformt durch die KI. Manchmal schafft es Dänemark, aber doch eher die Ausnahme. Ein starkes Savoyen. Ich wüsste tatsächlich gern, durch wen sie garantiert werden. Habe ich mir leider nicht angeguckt. Ja, mehr Schiffe. Mehr Schiffe brauchen wir. Da nochmal 20. Wir rüsten uns jetzt wirklich zum Krieg. Zum Krieg sehr, sehr wahrscheinlich gegen Ägypten, würde ich sagen. Tunesien ist noch ein verlockender Verbündeter. Staatsseel, selbstverständlich. Neue Mörser. Für die Armee. Das pusht uns auch nochmal. Aber ich glaube, die Ägypter sind auf einem ähnlichen Rang, auf einem ähnlichen Niveau. Und wir schreiten voran, wir bekehren die Ungläubigen. Das sichert wirklich dann auch langsam mal den Frieden im Hinterland. Und den Frieden werden wir brauchen, wenn es denn dann gegen Ägypten weitergeht. Ja, Jerusalem vor Augen, Palästina, Gaza, Nablus bis zur Bergfestung Karak. Großer Fan dieser dynamischen Namen. Ich frage mich, wie viele Varianten es von einer Provinz eigentlich gibt. Und ihr seht, 95,5%, 96,1%, Kanda kommt. Ja. Die Reichseinheit, sie nähert sich. Wie gesagt, Syrien wäre eine Option, da einzurichten, wenn wir sie nicht direkt nehmen wollen. Aber so ein Krieg muss natürlich erstmal gewonnen werden. Das nicht ohne. Hier wieder die Frage, okay, Kosakenkavallerie oder Flügelhusaren? Die Husaren, die offensivere Variante, wir werden einen Offensivkrieg angehen. Logische Wahl. Es fehlen noch die Schiffe, wahrscheinlich vielleicht dann doch eher gegen 100 sogar. Es kommen vielleicht auch noch Schiffe durch Kanda hinzu, auf jeden Fall die Truppen, die uns dann auf 90.000 bringen würden. Ihr seht da oben rechts, sie haben 10.000 Mann. Und es geht jetzt ruckzuck mit der Missionierung. Wenn man da mal die richtigen Ideen hat, ne? Vorhin waren es noch irgendwie. Vorhin, also. Vor ein paar Folgen. Tag dauerte das noch Jahren, jetzt geht's in Monaten. Und ich freue mich echt drauf, gleich wieder zu sehen, wie sich das Land zusammenfügt. Gerade diese Krim, diese abgespaltene. Teil des Reiches wird. Tunesien ist so eine Idee tatsächlich, um einen Zweifrontenkrieg herzustellen. Dänemark natürlich ein bisschen stärker da oben. Ja, ein bisschen verklicken kann man sich immer mal. Die Armee sollte natürlich auch verglichen werden. Flotte war okay für uns. Da haben wir auch uns entsprechend jetzt aufgestellt. Ich bin nicht sicher, was ich da suche. Tunesien, ja, na klar. 27.000 Mann gesamt. Dänemark natürlich stärker. 38.000, 10.000 Reserve auf 50.000 Limit.
Dazu noch Schweden als Untergebener mit 29.000 Mann unter Waffen. Norwegen lasse ich mal unter den Tisch fallen, das dürften aber noch so 15.000 sein wahrscheinlich. Sie sind verbündet mit Russland, sind verbündet mit Österreich, also unseren beiden Verbündeten. Dadurch können wir so ein Dreieck bauen. Davon abgesehen sind sie Rivalen von, beziehungsweise Feinde und Rivalen von Mailand und Polen. Also Staaten, die uns potenziell auch im Weg stehen. Natürlich besonders Polen. Kanda. Und das ist passiert. Kanda, willkommen im Reich. Das kann sich doch sehen lassen, Leute. Führt das Themensystem ein? Ja, es ist eine großartige. Ich erinnere mich noch dran, ich war sehr überrascht. Ein großartiges Event, das ich nur kurz anteaserte. Erstmal alles andere zusammenfüge und organisiere. Das gucken wir uns gleich nochmal ganz in Ruhe an, daran kann ich mich erinnern. Was es damit auf sich hat und was es uns bringt. Und warum wir das unbedingt tun sollten. So, führt das Themensystem wieder ein. Ich hoffe, man spricht es wirklich so aus. Voraussetzung? Ja, wir waren vom Rande der Vernichtung, haben wir uns zurückgekämpft. Und jetzt führen wir das alte System wieder ein. Wir besitzen Kern in Konstantinopel, in Lidien, in Nismit. Ja. Und was gewinnen wir? Konstantinopel explodiert. Grundsteuer, Grundproduktion, Grundmannstärke und am wichtigsten plus 25% Mannstärke bis 2. Januar 81. Also ein spezifisch byzantinisches Event. Ich weiß nicht, ob das neu ist. In alten, ich habe früher schon mal mit Byzanz gespielt, mit vor einigen DLCs, schon länger her. Und auch ein sehr großes, reicher Richter. Und ich konnte mich nicht an die Idee erinnern. Aber Leute, wie großartig ist das? Alle Provinzen bekommen die griechischen Namen zurück. Aus unaussprechlichen türkischen Namen werden unaussprechliche griechische Namen. Wundervoll. Und das kann sich das sehen lassen. Wir kontrollieren das östliche Mittelmeer. Wir kontrollieren das Schwarze Meer. Wir müssen natürlich Staaten erstmal schaffen. Das Reich soll nicht nur Territorien, nein, es sind Staaten. Die Autonomie muss auf jeden Fall noch sinken. Aber so lässt sich natürlich deutlich einfacher integrieren. Wir haben massig administrative Macht gespart und dafür mit diplomatischer Macht bezahlt. Und jetzt eben auch eine Gruppe frei. Also eine diplomatische Beziehung, die dann, ja, für Dänemark. Da können wir natürlich auch heiraten. Problem ist, dass ständig unser Ruf überall sabotiert wird von äußeren Mächten, von Aragon, von Ägypten, Polen. Verachtenswert. So, dann sind wir 60, da oben kommen nochmal 20. Ich meine, wir müssten 80 zusammenziehen. Und es gibt ein paar Schiffe, da seht ihr die erste Flotte rechts. Ein Haufen Fregatten und frühe Fregatten. Überhaupt mal, dass wir hier Handelsschiffe haben, aber die können wir erstmal behalten, würde ich sagen. Und ja, Handel ist auch so ein Ding, wo ich nicht 100% die Mechaniken, glaube ich, drauf habe. Also grundsätzlich schon, aber da gibt es Handel, da kann man, glaube ich, kann man Bücher mitfüllen in Europa Universalis, wie das ganz genau funktioniert, mathematisch, und wie es berechnet wird. Letztlich musst du natürlich die wichtigen, die Punkte, an denen du aktiv bist, schützen mit deinen Handelsschiffen. Wenn du wirklich auf Handel spielst, da dann Geld generieren willst, dann brauchst du eine große Handelsflotte. Das war für uns nie so entscheidend. Wir kontrollieren, wir sehen es, den Bosporus, unseren Haupthandelshafen, kontrollieren wir ohnehin 98%, weil wir die Anrainerprovinzen allesamt besitzen und uns da keiner Konkurrenz machen kann. Es sei denn, er würde jetzt eine Flotte da reinstellen
was allerdings scheinbar nicht der Fall ist. Spann da oben an so Regionen wie in der Nordsee. Oder beziehungsweise Ärmelkanal, haben wir es kurz gesehen. Wo dann 3, 4, 5 Nationen, Frankreich, Großbritannien, Burgund, später vielleicht die Niederlande um Handelseinfluss kämpfen. Da würde ich normalerweise wirklich große Flotten in die Haupthandelshäfen stellen. Auch wenn die Anzeigen manchmal sagen, dass man Verluste macht. Wenn ich mich mal zu einem Guide entschließen sollte, wäre das auch noch so ein Ding, wo ich sicher nachrüsten müsste mit meinem Know-how. Ja, die 10.000 behalten wir. Wir zahlen jetzt drüber. Ich glaube mit 4, 5 Einheiten. Aber das ist okay. Wir können es uns gerade leisten. Und wir bauen jetzt ohnehin das Reich aus. Da können wir auch gleich ein bisschen mehr bezahlen. Es geht ohnehin in den Krieg. Wir werden die Männer brauchen. Jeden einzelnen tapferen Soldaten. Burgund war mal eine Option für uns, jetzt nicht mehr. Die wollen zumindest nicht mehr. Und ich bin auch sehr zufrieden mit Russland. Die Heilige Allianz wächst und gedeiht. So ein Ding vergesst immer mal wieder ganz gern, Diplomaten wirklich aktiv zu halten. Ansprüche, schon mal klar, müssen wir generieren. Ich würde versuchen, so weit wie es möglich ist, runter zu pushen. Nach Syrien hinein. Aber es sind teure Provinzen, ich weiß nicht, wie viel man nehmen kann. Klar, Unterhalt sollte bezahlt werden. Dauert dann jetzt noch 2, 3 Monate, bis wir wirklich kriegsbereit sind. Und dann kann man die Flotte schon mal sammeln, blockiert dann am besten Alexandria direkt und die Küste in Syrien. Am besten gleich so, dass ihre Flotte komplett in Schach gehalten wird. Dann kann es nicht nochmal passieren wie zuletzt, dass sie hier die Ägäis kontrolliert haben und uns ja vorgeführt haben. Wenngleich wir überlegen waren auf dem Schlachtfeld, konnten sie uns doch immer wieder empfindlich treffen dadurch. Und den Krieg einfach unnötig verlängern. Wir sind auf jeden Fall gerüstet. Wir haben, was sind es, 90.000 Mann. Eine der größten Streitkräfte dieser Zeit. Stand jetzt, würde ich sagen. Eine der größten Flotten, die es gibt. Wahrscheinlich die meisten Galeeren im Spiel. Wir haben 55.000 Mann in Reserve. Wir sind bereit zum Sturm. Zum Sturm auf Damaskus, zum Sturm auf Jerusalem, zum Sturm auf Aleppo, Halab, Hama. Wir sind bereit. Die Heiden. Wir kommen. Und wir kommen auch, um Zypern zu befreien, die immerhin griechisch sind. Unser Haupt, ja, unsere Kultur, unsere Identität, auch wenn ich mich mehr noch als Römer fühle und am Ende dieser Kampagne auch in Rom gedenke zu speisen und den Sieg zu feiern über den Heiligen Vater persönlich. Bevor es aber gegen unsere Glaubensbrüder geht, geht es natürlich gegen die Glaubensfeinde. Situation hat sich leicht verändert. Russland will nicht mehr wegen der diplomatischen Reputation. Das ist ein bisschen problematisch. Minus 20. Warum? Warum minus 20? Dummes Herumgeklicke. Zwei Gründe. Zum einen, weil wir Kanta annektiert haben. Zum anderen aber, weil der Ruf sabotiert wird. Und es gibt dann in der Addition minus 20, zumindest als Effekt. Also minus 6 Reputation. Und wir gewinnen auf der anderen Seite, glaube ich, eine diplomatische Reputation. Das heißt, wir haben ein Minus von 5.
Und das macht dann ganz offenbar minus 20 aus. Wenn ich jetzt nicht Quatsch erzähle. Ja, wir haben einen Dorothea. Eine Dorothea. Im Übrigen sehe ich da oben, wir haben sehr hohe Korruption mit 5. Das kostet enorm viel Gold, da runter zu kommen. Gold und Nerven. Könnte man in den nächsten Folgen darauf achten, ob ich das besser mache dann. Es liegt oft daran, dass man so ein Ungleichgewicht hergestellt hat zwischen Technologie und Ideengruppen. Ansonsten klar, Konstantinopel 14, 13, 8. Gewaltig. Gewaltig. Da muss man natürlich eigentlich Konstantinopel allein erwirtschaftet so viel wie viele Länder, wie größere mittlere Nationen im Heiligen Römischen Reich, wenn wir sie richtig ausbauen. Die Stadt der weltlichen Begierde. Ja, wir nähern uns dem Ende unseres ersten Europa-Universales nacherzählt abends. Bin gespannt, wie euch das gefällt, auf diese Art. Wie gesagt, nächste Folge, da erlebt ihr das definitiv auch noch. Mal gucken. Wenn ihr spontane Themenwünsche habt, Dinge, über die man mal sprechen können sollte, jetzt wäre ich spontan dafür zu haben. Denke ich zumindest, dass sich das ausgeht vom Timing, so wie ich das jetzt uploade. Ich mache das hier gerade am Samstag und morgen ist Sonntag, morgen wird es hochgeladen. Ja, ansonsten, wir müssen uns jetzt in der nächsten Folge überlegen, gegen wen geht's. Problematisch ein bisschen mit dieser diplomatischen Reputation. Wollen wir alleine gegen Ägypten? Ja oder nein? Die Truppe ist auf jeden Fall bereit. Bis dahin. Ciao.